Chat, soll ich euch erstmal was erzählen? Pass auf, ich habe ja heute eine Wohnungsbesichtigung, beziehungsweise eine Hausgesichtigung gehabt. Es war sehr, sehr geil. Das Haus sah unglaublich insane aus. Es war wirklich ein sehr, sehr schönes Haus. Aber das Problem ist, meine Freunde, das Haus war zu klein. Es war mitten in der Stadt. Es war eine geisteskranke Hinterhaus, so in so einem Innenhof, so eine Villa. Wunderschön, Digga. Hat aber leider nicht gepasst. Deshalb suchen wir weiter. Ich sag's euch, ich sag's jetzt schon seit einem halben Jahr. Ich dachte, du lässt dir eins bauen. Ich mach mal einen ganz kurzen Real Talk über das Thema Immobilien, okay, Leute? Pass mal auf. Das Problem ist, Leute, also generell erstmal das Thema Immobilien. Ja, ich habe selber Immobilien. So, ich habe Mehrfamilienhäuser, ich habe auch einzelne Wohnungen, so. Wie viele, wie gesagt, ist ja auch scheißegal. Das wäre ja genauso, wenn ich jetzt sagen würde, mein Kontostand ist. So, ihr wisst, ich mag das nicht, so damit rumzuflexen, Digga. Mag ich nicht einfach. Wisst ihr, was ich meine? Ich halte das gerne low-key. Ich habe sehr, sehr viel Geld einfach beiseite gelegt und zurückgelegt, so. Deshalb konnte ich mir das halt erlauben. Und ich habe natürlich durch das ganze Ding, wo ich, ich mache das jetzt seit 7 Jahren oder seit 8 Jahren mittlerweile fast schon, habe ich natürlich ein bisschen Kapital aufbauen können, das auch vermehren können und so weiter und so fort. Und vor allen Dingen habe ich das alles hundertprozentig, das wisst ihr auch, komplett nur euch zu verdanken, der kompletten Community, das ist so. So, ohne Community wäre ich niemals da, wo ich jetzt wäre, Digga. Ja, so viel auf jeden Fall schon mal dazu, warum ich so selber nicht gebaut habe. Ich habe selber noch nicht gebaut, weil ich tatsächlich bis dato nicht großartig... ich habe selber noch nicht gebaut, weil ich lieber mein Geld bis dato in Immobilien zum Investieren gepackt habe, weil ich gesagt habe, ey, so, es ist irgendwie, keine Ahnung, ich bin gerade in der Stadt zufrieden, klar könnte ich mir eine geile Wohnung, ein Penthouse oder sowas in der Stadt kaufen, aber sehe ich mich überhaupt so lange in der Stadt? Und ich weiß gar nicht, habe ich überhaupt Bock, so lange in der Stadt zu wohnen, wisst ihr, was ich meine? Deshalb habe ich in der Stadt noch keine Wohnung für mich gekauft, so. Zu vermieten, ja. Warum ich selber noch kein Haus gebaut habe, ist aber eine andere Sache. Ich habe mich halt 2019 von meiner langjährigen Freundin getrennt. Jodie und ich waren 5 Jahre zusammen. Und natürlich fängt man dann auch irgendwann mal im Kopf an zu planen, wie sieht's mit Familie und so weiter und so fort aus. Und das war natürlich auch irgendwann mal ein Goal. Hab aber tatsächlich... Dann, nach der Trennung natürlich erstmal, hab dann quasi halt gesagt, okay, pass auf, ich brauche jetzt gerade nichts Neues. Ich bin aus meiner alten Wohnung, die sehr schön war, das war ein Penthouse in Köln, das habe ich auch nie gezeigt, habe ich nie eine Roomtour zugemacht, weil das Jodie so meine Wohnung war und bin da ausgezogen, weil ich gesagt habe, ey, so, man muss halt ein bisschen mit dem Thema Trennung und der Beziehung dann noch so ein bisschen abschließen. Ich hätte auch alleine wohnen können, es war perfekt, die Wohnung war wirklich wunderschön groß, alles drum und dran. Hatte eine eigene Garage und so, aber ich habe mich da natürlich halt nicht mehr wohlgefühlt, so ein bisschen, ne? Beziehungsweise nicht mehr wohlgefühlt, sondern wollte halt was anderes, so. Bin dann mit meinem Bruder und einem Kollegen zusammen gewohnt, wo ich jetzt gerade wohne. Jetzt wisst ihr schon, dass wir in der Wohnung immer wieder mal Probleme haben, Digga. Und halt dementsprechend halt immer wieder da, ja, weiß ich nicht, uns nicht so hundertprozentig wohlfühlen. So, ich habe jetzt schon des Öfteren gesagt, dass ich halt selber was suche. Und versuche irgendwie ein Haus zu finden. Ich versuche gerade, dass ich ein Haus zu finden zur Miete und nicht zum Kauf. Ich habe überlegt, ein Haus in Köln zu kaufen. Ich war auch kurz davor. Und ich bin auch heute nochmal bei einem vorbeigefahren, was ich kaufen könnte. Haltet mich jetzt nicht für blöd oder für abgehoben oder sonst was. Aber ein Haus, was ich mir kaufen wollen würde, also ein Haus, was ich mir kaufen würde in der Stadt, wäre extrem, extrem teuer. Ein Haus in der Stadt ist mindestens, und ich möchte nicht großartig außerhalb von Köln, ich möchte ein Haus in der Stadtnähe zumindest, außerer Speckgürtel, oder innerer Speckgürtel heißt das hier in Köln, mit einem Garten. So, und das ist sehr, 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 sehr teuer. Da reden wir von mindestens über 1 Million, wenn nicht sogar fast 2 Millionen Euro. Bin ich bereit, das jetzt zu investieren, wo ich noch nicht mal weiß, möchte ich Kinder haben und so weiter und so fort. Ich habe ja noch keine Familie, wisst ihr, was ich meine? So, das kommt ja nochmal mit dazu, ne? Deshalb macht das gerade keinen Sinn, jetzt für mich ein Haus zu kaufen. Deshalb suche ich gerade was zur Miete. Ich habe mir immer wieder Sachen angeschaut. Julian, danke schön. Ich habe mir immer wieder Sachen angeschaut zur Miete und so. Die sind super, super schön. Aber es hat immer an kleinen Dingen irgendwie gehakt. So, wisst ihr, was ich meine? Es ist halt so, dass,
ja, wenn ich jetzt nochmal umziehe, ein Umzug kostet halt immer wieder Geld und so. Und dementsprechend suche ich halt gerade wirklich das Haus, wo ich jetzt sage, da kann ich nochmal drei, vier Jahre wohnen, bis ich tatsächlich da in Ruhe ja, mir was entweder selber bauen kann oder das Traumhaus kaufen könnte. Chester, wo ich habe einen Speckgürtel, dann kannst du kuscheln, Bro, lass mal. Hey, geh halt nach Schweden. Ja, zum Beispiel, das ist auch so eine Sache. Ich möchte halt in Köln bleiben eigentlich. Ich habe auch schon über Berlin nachgedacht und über andere Städte oder auch über München und so. Aber ich bin ehrlich mit euch, so Köln ist halt einfach, ja, keine Ahnung, das ist das Schönste. Mach ein kleineres Haus und wenn es dann aussieht, kannst du das Haus vermieten. Ja, aber das Ding ist, wenn ich halt jetzt ein Haus hier kaufen möchte, mein Plan ist ja folgender. Ich möchte ja mit mehreren Leuten zusammenziehen und nochmal so diesen YouTube-WG, YouTube-Haus, Streaming-Haus-Vibe bekommen. Das geht aber nur, wenn das Haus groß genug ist und wir da Platz haben und vor allem das Haus freistehend ist, weil wir werden halt im Garten Scheiße bauen, wir werden laut sein, nach Corona werden noch sehr viele Partys wahrscheinlich gefeiert, so wisst ihr, was ich meine. Da muss man tatsächlich halt ein bisschen, ne? Ein bisschen halt gucken, ja, Kiel gerade schon, Digga, Kiel, wenn du jetzt nicht mal hier reinzappst, dann bist du raus, Alter, ich sag's dir. Big F an Kiel für die Führerscheinprüfung. Ja, das ist auf jeden Fall so ein Ding, da muss man halt natürlich das Perfekte finden. Kauf Bibis Haus ab. Bibis Haus zum Beispiel finde ich super schön, wäre mir aber mit dem Garten her nicht groß genug, wisst ihr, was ich meine? Ich bin heute, wie gesagt, bei dem Haus vorbeigefahren, das ist wunderschön, kostet 3,2 Millionen. Jetzt werden viele sagen, ja, dann machst du so wie Monte, zieh aufs Land. Ich komme ja vom Land, aber ich mag die Stadt so. Wisst ihr, was ich meine? Ich wohne halt gerade mitten im Viertel quasi in Köln, so, ne? Also in einem Viertel in Köln, wo wirklich sehr viel los ist. Und das mag ich tatsächlich, aber ich suche so ein Mittelding. Es gibt da so ein paar schöne Viertel hier in Köln, wo man so in between leben kann. Wisst ihr, was ich meine? Das ist halt so ein Ding, das macht halt nur Sinn, wenn ich was in between finde. So, wisst ihr, was ich meine? Deshalb, keine Ahnung, wie wär's mit Freiburg? Nee, ich möchte halt in Köln bleiben. Dir passt gar nichts, no front. Nein, aber schau mal, Fuchs. Wenn ich jetzt hingehe und einfach, imagine, ich kaufe jetzt ein Haus für mehrere Millionen. Oder ich miete jetzt ein Haus für 6.000 Euro Miete und zahle den Umzug von 10.000 Euro, wenn der richtig gemacht wird, kaufe neue Möbel und bin nach einem halben Jahr wieder unglücklich. Da überlege ich doch lieber zwei, dreimal vorher, bis ich das Richtige habe. Brühl oder Hürth sind in between. Ja, das sind schon wieder sehr ländliche Gegenden. Köln-Sülz ist gut. Ja, Digga. Ich hatte einfach einen Token, hätte ich niemals 5 Euro ausgegeben. Schade. Digga, schade, Kiel, schade. Einfach unter der Brücke wohnen will ich ja, Dickchen. Das liegt daran, dass du so viele Subs abgibst. Nach Madeira ziehen. Leute, die Idee gab es auch schon des Öfteren. Ich bin immer wieder hin und her gerissen, aber ich habe es jetzt schon oftmals gesagt. Ehrenfeld. Da war heute, by the way, die Besichtigung. Basti zockt auch kein Sub bei mir. Alles schade. Alles Kollegen hier im Chat, die nicht reinzappen. Finde ich schade, naja. Aber ich glaube, Madeira wäre mir immer noch ein bisschen zu boring. Ne, wisst ihr, was ich meine? Guck mal, das Ding ist, deshalb, ich möchte am liebsten im Gebiet Köln wohnen. Ich habe super viele Freunde auch in Berlin. So, Kevin mit Papa Platte sehe ich morgen auch wieder. Könnte ich schon wieder kotzen, Digga. Mag ich aber sehr, sehr gerne, Digga. Anni wohnt jetzt da. Henno wohnt da und sowas. Aber Berlin kritisch. Wisst ihr, was ich meine? Ich habe eine Heimatverbundenheit. So, ich bin in Köln geboren und in der Gegend Köln aufgewachsen. So, das fühlt man halt dann schon irgendwie. Da will man halt nicht weg. Köln hat viele geile Seiten. So, Köln hat Karneval. Köln hat wunderschöne Menschen. Köln hat vernünftige Clubs und sowas. Köln kann man vernünftig einkaufen. Man fährt nach Düsseldorf zum Einkaufen, wenn man in Köln wohnt. Das ist so. Aber ja, ich habe auch schon über Hamburg nachgedacht. Ich bin theoretisch ja nicht großartig gebunden mit meinem Wohnort. Aber Köln, das ist das Ding, das ist ein Meme quasi. Köln ist halt wirklich ein Ding. Köln checkt man halt nur, wenn man in Köln aufgewachsen ist. Super viele Leute finden Köln extrem scheiße. Köln ist aber einfach ein Vibe. Köln ist so, ja, Köln ist einfach, Köln ist eine unglaublich hässliche Stadt. Köln ist zum Kotzen hässlich, Digga. Aber Köln hat coole Menschen. Köln sind Menschen, die sind unglaublich geil, die sind unglaublich geil einfach. Die Menschen hier sind super cool. In Köln gibt es wenig Stress, die Leute sind locker drauf. So, das ist einfach die Mentality hier. Wisst ihr, was ich meine? Man kann NRW aus Revi rausholen, aber nicht Revi aus NRW. So ein Ding ist das nämlich. So. Deshalb, wie gesagt, suche ich weiter. Wir schauen mal. Ich habe endlich jetzt einen Kontakt gefunden zum Thema Immobilien. Vielleicht gibt es jetzt jemanden, der mir endlich das richtige Haus besorgen kann. Wir warten weiter, aber bis dahin, so dumm es klingt, ich werde wahrscheinlich erstmal kein Haus für mich selber kaufen. Es sei denn wirklich, es ist wirklich etwas, was
preis-leistungsmäßig komplett passt, wo ich sage, Digga, das ist es jetzt und da kann ich auch komplett meine Zukunft mit Kindern, Familie, mit Hund und allem drum und dran halt sehen. Wisst ihr, was ich meine so? Was dann Limit beim Preis? Ja, Digga, es ist eine super unangenehme, was bin ich bereit zum Zahlen? Ne, das ist halt eine Frage, klar. Das kann ich nicht sagen. Also ich denke mal schon, dass ich, keine Ahnung, also ich muss halt mit mehreren Millionen rechnen. So, es klingt halt dumm für das, was ich halt suche. Für 2 Millionen kannst du dir ganz Euskirchen kaufen. Ja, das Dreckskauf, wo ich ausgewachsen bin, Digga. Ich könnte ja auch dahin ziehen, wo ich herkomme. Digga, wenn ich jetzt 1 Million aus dem Dorf oder aus der Stadt ausgebe, wo ich herkomme, Euskirchen, dieses Drecks, diese City, nee, nicht Dreckscity, sie war dreckig, als ich da war, jetzt ist sie cool, könnte ich eine riesige Villa mitbekommen, aber ich will nicht aus Köln weg, wisst ihr? Jungs-WG kaufen, Digga. Euskirchen könnt ihr euch vorstellen, ist sowas wie Buxtehude zu Hamburg. Nur noch krimineller wahrscheinlich als Buxtehude, wisst ihr, was ich meine? Ich hab so viele Geschichten davon, Digga, mit Messerstecherei am Bahnhof und alles ganz, ganz wild. Zweite Duisburg quasi, genau. Digga, was soll ich sagen? Die Jungs, yo, ich wohne in Euskirchen. Marie, es tut mir wahnsinnig leid für dich, Digga. Es tut mir wahnsinnig leid. Grüße geht raus an die Realschule in Euskirchen. Und den Euskirchener Bahnhof, wo es jetzt ein Mc's gibt, das war früher nicht so. Da war früher nur ein Döner-Imbiss. Und da gab es immer Fetzerei. Ganz, ganz oft. Jetzt mach mal halblang mit Euskirchen. Es ist okay. Es ist okay, Digga. Es ist okay. Es ist okay. Ich hate es nicht. All in all, Immobilien Real Talk. Ich denke mal, ich kaufe wahrscheinlich eher nochmal ein paar Investmentobjekte. Dann entscheide ich mich irgendwann, bis ich das Richtige gefunden habe. Mal schauen, Digga. Ich tu mir nicht leid. Nein. Die Wohnung ist jetzt nicht schrecklich, wo ich wohne. Ich wohne jetzt nicht in einem Loch, Digga. Ich habe ein bisschen Schimmel in der Wohnung, aber es ist bei meinem Bruder im Zimmer. Juckt mich nicht. Wie wär's mit Ravensburg? Ich sag 20 Mal, ich will in Köln bleiben. Der kommt mir mit Ravensburg. Hast du da mal aufs Maul bekommen? Ja, schon des Öfteren. Ich habe aber auch mal mich da. Ich habe mich sehr oft geprügelt tatsächlich früher. Aber das ist eine Geschichte für einen anderen Stream, Leute. Irgendwann. Ach, ich habe mal fast jemanden abgestochen mit einer Schere. Ist egal. Reden wir wann anders mal drüber. Immobilien Real Talk hier mit Cut, Leute. So viel davon.